willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Also, Gerold hat uns ordentlich durch die Bunker gejagt. Das ist schon, ich glaube, so schlimm sah ich noch nie aus. Ich habe auch gerade erst mal schlafen müssen, weil ich doch einigermaßen müde bin. Wir sind heute Morgen um 5 Uhr losgefahren, sind dann um 9 Uhr angekommen. Und jetzt haben wir gleich 18.30 Uhr und dann machen wir jetzt hier noch einen Pin und fahren dann wieder nach Hause. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wo wir hier gerade sind. Wunderschön. Da ist ein altes Fort und da müssen wir rüber. So, wir nutzen hier den. Oh, da scheinen Kinder drauf zu spielen. Sturmfreier Graben. Also wir sind auf jeden Fall nicht alleine heute. Scheinen Kinder oder Jugendliche darauf zu spielen. Hier gab es mal eine Tür, eine verbunkerte. Und hier hätte man schwimmen müssen, also gut zu verteidigen. Wir befinden uns jetzt im Fort und schauen mal, was uns hier so erwartet. Wunderschönes altes Fort. Hier sind auch die alten Isolatoren. Ja, ist ein Imker. 1994, 211. Also eine wunderschöne Parkanlage hier. Und da haben wir das vor. Warte, in der Pause. Wir haben sowas in Köln auch, aber nicht in so einem Zustand. Schaut euch das mal an. Wow. Mega. Ich bin begeistert. Kopf einziehen. Brunnen. Wow, was ist denn das? Vom Brand sind die ganze Backsteine geschmolzen. Ach, was hat denn hier gebrannt? Benzin, die Fässer. Ach so. Hier war doch von der Wehrmacht ein Depot, ja. Treibstoff. Mhm. Und als die Alliierte zu schnell kam, ja, hatte man keine Zeit mehr, das zu räumen. Deswegen hat man das angezündet. Dann hat man es lieber angezündet, als den in die Hand zu. Krass. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. In diesem Fort wurden während des Zweiten Weltkrieges Treibstofffässer gelagert und die hat man dann angezündet und die Backsteine, ihr müsst euch mal vorstellen, wie heiß es war, sind dabei geschmolzen. Und oh, hier sehen wir es nochmal. Boah, krass. Oh, Silent Hill, Leute. Das ist Silent Hill. Oh, mega. Wunderschön, oder? Wie gesagt, immer auf den Fußboden gucken. Guck mal, ein Zünder. Ein Zünder. Leute, einfach mal einen Zünder gefunden. Schaut euch das an. Also immer auf den Fußboden gucken. Ein Zünder von der Granate. Olli, Zünder von der Granate. Ist der jetzt noch? Ich weiß nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe ihn schon angefasst. Okay, könnte aber.
Mega, oder? Oh ja. Versinkt. Mhm. Also, spannendes Bauwerk jetzt schon. Diese Bruchsteine. So heiß war es da, dass der Backstein geschmolzen ist. Kann man sich gar nicht vorstellen. Hier. Immer auf den Fußboden gucken. Ich gucke immer auf den Fußboden. Noch ein Zünder? Scheiße. Man sieht, guck. Ja, ich sehe es. Noch ein Zünder. Ein Zünder. Wow, guck dir das mal an. Das ist alles runtergekommen. Das bedeutet, hier hat es überall gebrannt. Boah. Hier haben wir noch ein altes Fass. Reste vom Fass. Also, wie viele tausend Tonnen hier gebrannt haben, um das hervorzurufen. Es muss also alles voll gewesen sein. Boah, das ist wirklich, wirklich aufregend. Da oben kann man auch noch hoch. Alles geschmolzen. Wirklich klasse Location. In Köln wird sowas benutzt, um eine Party-Location draus zu machen. Hier zum Glück nicht. Ja, ich hab's schon gesehen. Boah, ist das riesig, da hinten geht's auch noch weiter. Von ihm. Vom Sohn. Fass. 200 Liter. Brutal. Wirklich brutal. Ich gucke immer auf den Boden. Guck mal, hier ist noch ein altes Fass. Fall da nicht rein. Hier auch noch eins. Hier bei mir. Weißt du, wie viele Liter hier gebrannt haben? Aber eine Menge, ne? Ist ja alles komplett abgefackelt. Hier ist die Küche gewesen. Aha. Küche. Die ist auch natürlich komplett abgefackelt. Das war die Kochstelle. Wow, ist das denn hier? Ein Brunnen. Das sieht spannend aus. Wir haben es zugemacht. Bitte? Hier auch. Oder ein Tresor ist das. Backofen oder Tresor? Ja, Tresor. Das würde ich sagen, ist ein Tresor. Mhm, habe ich gesehen. Wow, was für ein Oschi. Schaut euch das mal an. Hier ist sogar noch ein altes Fass. Das ist ja wohl ein krasser Backofen. Mhm. Das Backrohr. Hier kann man gleich hochgehen.
das ist ja riesig, Leute. Oh, eine riesige Galerie. Boah. Bitte? Ein Wehrmachtsauto? Ach, krass. Jetzt fängt es an, die Fässer. Jo. Aha, wunderschön. Wirklich wunderschön. Hier ist noch ein altes Fahrrad. Und hier liegt noch ein Fass. Ein altes Auto, hat er mir gerade gesagt. Boah, guckt euch die Fässer an. Hier liegt das alles noch rum. Der Grund, warum es hier so aussieht, wie es aussieht. Ah, das ist wahrscheinlich so ein Fasstransportauto. Da wurden die reingestellt. Genau, das ist so ein Fasstransporter. Und hier lagerten die Fässer, die abgefackelt sind. Das ist richtig Glas geworden, der Stein. Boah, dieser Treibstoff hat ja überall gefehlt. Und dann fackelt man den ja ab, bevor es die Gegner in die Hände bekommen. Alles zerstört. Boah! Leute, wir haben den Bereich gefunden, wo noch ganz viele Fässer sind. Die Decke sieht natürlich genauso aus, wie wir sie erwartet haben, wie davor auch. Boah, das ist wie so eine Ebene geworden, ne? Die Backsteine, die so runtergelaufen sind, haben sich richtig verdichtet. Und kannst du noch mal hochheben, bitte? Hier steht es auch drauf. Ja? Wehrmacht. So, also. Der ist schön. Ja. Ja, der und der hier auch versteckt. Mhm, die sind richtig aufgepustet. Wehrmacht 200 Liter. Das ist schön. Mhm. So, ich laufe ganz normal hier drauf rum. Die sind also wirklich stabil. Also in den ersten Reihen sind alle Wehrmachtsfässer kaputt gegangen. Aber hier sind noch einige heile geblieben. Genauso wie hier eins noch existiert. Noch eine alte Drehbank oder was auch immer. Irgendwas nicht mehr identifizierbares. Boah, wie das gebrannt haben muss. Hier ist ja kaum noch was da. Hier war ein Bettgestell, das ist komplett weg. Boah, bestimmt 6-7 Zentimeter von dem Backstein einfach weg. Weggeschmolzen. Also, hier, also für die, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, die haben ja schon einiges gesehen. Aber das hier ist für mich auch komplett Neuland, dass ich so eine Zerstörung sehe. Ich bin wirklich sprachlos, Leute. Ich bin wirklich sprachlos. Da geht's nicht weiter. Hier wäre es mal nach oben gegangen, ist aber nicht mehr vorhanden. Poison, Gift.
Was hast du da? Alter. Villeroy und Boch. Und ein Hakenkreuz ist drauf. Mettlach. Das passt auch zur Region. Schaut euch mal an. Dieser Typ hier hat eine so eine Käppi auf, so eine Mütze auf mit Federn, mit Flügeln. Und dann ist unten drunter der Hakenkreuz. Oh, da oben kann man so rausgucken. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Licht. Ey, das habe ich schon mal gesehen auf Bildern. Oh. Hätte ich gleich auch. Komplett verrostet. Also hier ging es anscheinend noch ein bisschen mit dem Feuer. Wenn gleich auch hier trotzdem Hitze war, wie wir hier auf dem Boden erkennen. Flaschen. Immer gucken, ob ein Datum drauf ist. Aber ich habe kein noch mehr. Nee. Hier waren also wieder Fässer. Ist mal ein Rohr. Also hier haben anscheinend Obdachlose gewohnt. In der Nachkriegszeit der obligatorische Schuh. Es gibt immer irgendwo einen Schuh. Zwei Zentimeter Flak. Mal da runter. Alter Schwede. Oh. Wehrmacht. Feuergefährlich, ja. Da haben sie wohl recht. Jo. 1943. Das ist crazy, Leute. Guck mal, der ist hier noch. Naja, die sind halt alle aufgebrochen, ne? Ja. Aber hier, guck mal, hier hat es anscheinend nicht gebrannt. Hier. Oder es ist direkt dahin. So, nochmal der Blick. So, jetzt versuchen wir gesund wieder rauszukommen. Das war jetzt nicht so eine geile Idee. Oh, geschafft. Mega, mega Spot. Richtig gut. Richtig gut, ne? Nochmal ein schöner Abschluss für heute.
auch mal da rein. Nee. Die Bögen waren wahrscheinlich hier früher drin, ne? Die hier auf dem Boden liegen. Also Fenster waren das wahrscheinlich. Leuchtet nicht mal? So, lass mal weg, Licht. Das sind so Tankdeckel, ne? Das sind die Tankdeckel hier. Ja, das sind Tankdeckel. Also wenn ihr solche Begehungen macht, Leute, immer auf den Fußboden gucken. Ich habe schon so viele Sachen gesehen, die viele andere nicht gesehen haben. Weil die gucken sich meistens das Bauwerk an. Warte kurz. Boah, krass. Jo. Das, oder ist das Telekommunikation? Das müsste Telekommunikation sein, ne? Wie in dem Bauwerk, wo wir heute waren. Aber das ist auch sehr, sehr selten. Boah. Schaut euch das mal an. Isolator. Das ist, also das ist ultra spannend. Das ist wirklich ultra spannend. In Deutschland unmöglich. Das war vielleicht das Gefängnis für die Leute, die nicht nett waren. Ja, das ist schon bemerkenswert, Leute. Und wir haben immer noch nicht den unteren Bereich durch. Oben und unten geht es ja auch noch mal weiter. Also ein riesiges Bauwerk, ein riesiges, wunderschönes Bauwerk. Wir wollen ja keine Anwohner nerven. Alter Schwede. Die Bunkertüren. Die riesigen Türen. Sind keine Bunkertüren, sind Türe für Forst. Also für das Fort. Dynamo. Oh, boah, auch hier massive Türen. Bisschen weniger massiv, als ich dachte. Aber das mit den Zündern und mit dem Teller war schon richtig gut. Das sind Schießscharten, um den Angreifer zu bekämpfen. Ja, moderner Müll. Boah, yo. Genau. Und hier war die Kanone dann. Und man konnte hier über einen Mechanismus die schweren Türen schließen bzw. öffnen und den Feind dann bekämpfen. Ja, hier ist noch eine Kanone. Ja, das ist moderner Müll. Da braucht man nicht weiter gucken, aber auch leider angezündet. Also schon schade, wie man mit solchen Relikten aus der Vergangenheit umgeht. Bei uns in Deutschland leider nicht anders. Aber da werden die Sachen noch weiter zerstört. Hier noch die Isolatoren einmal komplett. Und mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Wir fragen uns gerade, was das für Gewichte
Das ziehe ich runter und dann geht hier das Ding nach oben. Ah, da war auch eine Kanone. Verstehe. Was? Und wie konnte man das lösen? Es muss ja irgendeinen Mechanismus gegeben haben. Ach, guck mal hier, wahrscheinlich feste dran ziehen. Und dann, wenn man das zieht, dann kommt hier. Ja. Hier wird die Kanone montiert. Hier sinkt sogar noch die alten Kabel und. Oh ja. Verzweigung. Hier kam das Erdkabel raus. Und hier diesen langen Gang sind wir gerade durchgegangen, Leute. Schaut mal. Jetzt geht's. Ja, ziehen. Nimm beide Hände, oder? Legt. Jo. Wenn man da dran zieht, mit dem Gegengewicht, dann öffnet man hier diese Scharte. Sie bewegt sich auch. Haben wir das auch schon gelöst. Aber nicht ganz trivial. Also da braucht man schon arg Kraft. Oder WD-40. Oder WD-40, genau. Hier haben wir wahrscheinlich mehrere von diesen Stationen, genau. Da oben war vielleicht die Abluft, damit man hier nicht erstickt ist. Und in Summe gab es 4 von diesen Gun Positions. Und hier finden wir sogar noch das originale Holz. Noch gar nicht vermodert. Ja, das denke ich auch. Mhm. Schießscharte für Gewehr oder Maschinengewehr. Das war Munition hier, ne? Wobei. Dokumente. Abluft. Und hier konnte geschossen werden. Auch hier lohnt es immer, auf den Boden zu schauen. Wahrscheinlich das gleiche. Munition und Schießscharten. Genau. So. Hier gehen wir jetzt den ganzen Weg zurück. In diese Richtung können wir nicht nach draußen leuchten, weil dort Straßenseite ist. Da sind wir immer ein bisschen vorsichtig. Mal auf die obere Sohle zu kommen. Das geht noch ganz gut. Die anderen Bereiche sind gar nicht mehr zu begehen. So, hier müssen wir aufpassen. Das ist sicherlich nicht ganz ungefährlich. Oh, guck mal hier. So viele. Yeah. Ja, und auf dem Boden, dass wir nicht durchbrechen. Ja, da sind nämlich überall offene Fenster und wir haben schon tiefe Dacht. Oh. Das ist komplett eingebrochen, Leute. Also, ich weiß nicht, müssen wir weitergehen? Lohnt sich das? Okay. Ja. So, schön wegbleiben von da. Macht das nicht zu Hause nach. Nochmal völlig krass. Alles komplett durchgebrochen durch die Hitze. Hier gibt es einen Weg runter, sogar noch einen sehr guten. Sind wir gerade runtergegangen und schaut mal, die Originalfliesen sind vorhanden. So einige Leute, die sagen, ja, aber ich glaube, irgendwann wirst du die Geschichte des Zweiten Weltkrieges erzählt haben. Die Geschichte ist unmöglich zu erzählen. Guck mal, ich bin verschmolzen. Wow, jo. Und alles voller weiterer Fässer.
Hier muss man aufpassen, dass man nicht in die Fässer reinfällt. Aber hier alles voller Fässer. Und der Stahlträger, der ist einfach unter der enormen Hitze ist da einfach geschmolzen. Wie so ein labbriger Toast. Auch hier, wie viel Treibstoff einfach in die Luft gegangen ist. Unvorstellbar. Es ist einfach unvorstellbar. Und dieses Glas hat einen richtig neuen Boden geformt. Boah, das ist einfach unvorstellbar. Und es hört einfach auch von den Dimensionen nicht auf. Das ist noch Benzin, das stimmt. Boah. Riecht man das nicht, dass es nach Benzin schmeckt? Da sehen wir den Aufbau. Warst du jemals im Keller? Gerold, warst du jemals im Keller? Ja. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen Keller, siehst du? Oder ist nur Ende? Geht's um die Ecke wahrscheinlich. Ja, gibt also keinen Keller. Versucht, die Fliesen freizulegen. Königshofen, Elsass. Boah, ist das warm. Also ich glaube, so langsam haben wir das Bauwerk geschafft. Das Bauwerk hat es uns geschafft. Je nachdem. Auch wieder Belüftung. Mit der Beleuchtung aufpassen. 33. Ah, ja, ja, das geht ja noch viel weiter, ne? Ja. Die Hälfte. Und das wäre gespiegelverkehrt. Also ab der Hälfte genau gleiche Bauch, also wie links und rechts. Verstehe. Wenn man jetzt da reinkommt, ist auch so ein riesen blaues Kugel. Ah, die andere Seite von dem. Guck mal hier, hast du das gesehen? An MDX 4. Das ist wahrscheinlich das Baujahr gewesen. Ah ja, 1:1 identisch. Hier haben wir wieder diesen Pulverraum und einige Fässer. Wer macht? Bank, altes Ölfass und irgendein Rüttler. So, das ist kein Teller, das ist ein Deckel. Leg mal hin. Ja. Gut erhalten ist anders. Thank you.
man sieht, du warst schon mal her. Nee. Hm. Ah, doch. Doch? Also, ich weiß nicht, ob das gut erhalten ist. Ja, ich glaube. Also, wir haben jetzt das Bauwerk erkundet und vielleicht habt ihr es selber gesehen. Es gibt das Bauwerk spiegelgleich. Das bedeutet, wir waren gerade in der Pulverkammer und die gibt es hier auf der linken und auf der rechten Seite genau gleich. Und deswegen haben wir hier, glaube ich, alles gesehen. Oben ein bisschen zu gefährlich, da würden wir jetzt auch drauf verzichten. Hier nochmal ein schönes Detail, eine Original-Inschrift von der Kaiserzeit. Und ich würde vorschlagen, ihr lasst mir jetzt ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlegen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich auch. Und wir versuchen jetzt hier aus diesem Labyrinth rauszukommen. Und ich schlage vor, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.